Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur zweiten Baufolge, die ich jetzt gerade noch aufnehme, bevor die erste überhaupt kommt. Das heißt, ich lese eure ganzen Meinungen erst, wenn die Folgen für mich schon abgedreht sind. So, ich will jetzt mal ganz kurz was gucken, bevor ich hier im Haus weitermache. Mich interessiert mal gerade was. Ich überlege jetzt schon, was ich hier draußen für einen Weg hinmache. Ich tendiere aktuell zu sowas in der Richtung. Natürlich nicht so ausufern, sondern halt wirklich begrenzt. Ah, nee, das ist mir fast ein bisschen zu ordentlich. Sowas hier könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder sowas hier. Ich möchte nur mal schauen. Wäre auch eine Möglichkeit rein, theoretisch. Ich möchte mal schauen, gab es mittlerweile so kleine Mini-Zäunchen, die aussahen wie so kleine Holzpindöppel? Nee, ne? Gab's nicht. Das ist doof. Ich hätte gerne, es gab's per Sims 2, gab's das. Das waren halt wie so kleine, das sah aus wie so kleine Äste in den Boden gesteckt als Randbegrenzung. Wenn jemand weiß, ob es sowas vielleicht auch wieder als Download gibt für Sims 4, dann wäre ich sehr verbunden, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Und das fehlt mir einfach. Sowas hier ist halt zu fein, das ist zu hoch und zu palisadig. Sowas hier wäre dann schon eher was. Der ist natürlich jetzt runtergeladen. Made by Das Matze. Picket Fans heißt das Teil. So, aalglatter Wächter, das wäre auch eine Idee. Aber gut, machen wir erstmal hier drin weiter. Ich stelle mal wieder auf Tag um. So. Gut. Ich will mal schauen, ob ich hier irgendwie sowas dran bastel. Ich glaube, das sollte ich machen. Das sieht wahrscheinlich sonst ein bisschen komisch aus, wenn ich das ohne irgendwas lasse. Das hätte ich gerne in einem hellen Holzton. Das ist halt kein Holz. Das sieht man direkt. Das hier wäre jetzt schmaler. Gucken wir uns das mal an. Ja, wäre auch eine Idee. Wie sieht denn das hier aus in so einem Holzton? Sieht schon eher noch nach Holz aus. Ich glaube, so gefällt es mir, glaube ich, sogar am besten. Ja, so finde ich das, glaube ich, am besten. So, gut. Gehen wir mal runter. Da muss ich jetzt aber die Wände nochmal hochziehen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das hier mache mit dem... wie ich oben die Wände dann gestalte. Müssen wir mal gucken, dass wir das hinbekommen. Ja, also das Badezimmer. Was machen wir denn da mal rein, Feines? Kann ruhig irgendwas rein, was ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringt. Das kann ruhig auch sowas Türkises sein oder so eine Farbe. Finde ich eigentlich auch immer ganz cool. So ein dunkles Blau hat definitiv auch was. Weiß ist natürlich auch immer schön. Das ist schlicht. Da hat man jetzt nicht so großartig Probleme, was zu finden, was dazu passt. Also von daher nutze ich das auch mal eigentlich ganz gerne. Das hier gefiel mir im Blau damals auch so gut, als das reinkam in Wellness. Das finde ich ganz, ganz toll auch. Das wäre auch eine Idee, aber ich bin immer mehr der Fan wirklich von durchgehend Kacheln und nicht von oben Tapete. Das ist... Tapete im Bad mag ich überhaupt nicht. Wir haben das bei uns. Wir wohnen ja zur Miete. Würde ich aber jetzt, wenn ich ein eigenes Haus bauen würde, würde ich das niemals machen, weil ich das total unpraktisch finde. Dann beschlägt es halt mal, wenn es draußen kalt ist und man duscht. Dann beschlägt es auch immer ein bisschen, wenn man das Fenster nicht aufmacht. Und das mag ich einfach nicht. Dann kann man die Wände nicht... Ich habe so eine Flitsche für die Dusche. Die Dusche kann man dann ja abziehen. Aber halt, dann macht man es vielleicht... Wir könnten auch einen hellen Gelbton machen, so als Anstrich. Es ist halt irgendwie so, weiß ich nicht. Oder machen wir das hier in der kompletten... Wisst ihr was, das machen wir hier. Oder machen wir da eher was Weißes. Habe ich überhaupt eine schöne weiße Wandfarbe? Ja, die hier könnte ich nehmen. Ich glaube, da finde ich aber das helle cremige Gelb. Finde ich da tatsächlich sogar schöner. Oh, das ist natürlich auch ungünstig hier. Ha!
Das ist auch ungünstig. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde das jetzt gerne schließen. Oh shit, nee, so geht das gar nicht. Ja, dann muss das halt oben so bleiben. Ist jetzt auch nicht die Tragik. Aber das ärgert mich jetzt hier mit dem Dach. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass das da so rausguckt. Und wenn ich den... das ist doof. Guck mal hier, wenn ich das so mache. Ist halt auch irgendwie... Weiß ich nicht. Und wenn ich da sowas drunter ziehe, das wird man auch sehen draußen im Dach. Ja, klar sieht man das. Blöd, 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 blöd. Wie könnten wir das dann machen, dass wir da das irgendwie halbwegs elegant hinbekommen? Wir könnten da vielleicht einen Gegenstand vorstellen. Das wäre natürlich eine Idee. Das wäre eine Idee. Das probieren wir mal aus. Aber das hier kann ich auch nicht durchziehen. Na, ist natürlich auch wieder blöd. Ja gut, wir gucken einfach mal. Wir probieren mal ein bisschen rum. Was ich auch noch ausprobieren wollte, apropos rumprobieren, ist, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich das so mache? Ich glaube, es sieht sogar ein bisschen besser aus, wenn ich das... So, ja. Was ich ausprobieren wollte, ich habe ja mal so Dachfenster runtergeladen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die funktionieren. Ob ich die jetzt hier einfach so reinsetzen kann? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt der Krankenwagen. Nee, die kann ich nicht einfach so hier reinsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie man die anbringt. Da muss ich halt wirklich und absolut passen. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Einrichtung an. Wir könnten uns ja heute schon mal so ein bisschen ums Bad kümmern. So, sanitär. Wir kriegen hier eigentlich eine Badewanne und eine Dusche unter. Das hier ist eine 500 Simoleon-Dusche, die ist relativ günstig. Hier ist auch cool, so komplett rein Glas. Ich habe ja so einige runtergeladen in dem Stil. Ich hätte gerne selber so eine Regenwald-Dusche, ich finde die grandios. Ja, ich glaube aber, wir würden die hier nehmen in dem helleren Farbton. So. Und da stellen wir die... Ja, nee, wisst ihr was? Ich glaube, die stellen wir da hin. Und wir stellen nach da hinten... Stellen wir das Klo hin. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir das da? Sieht halt recht schick aus. Gut, das hier ist klein, aber fein. Und dann machen wir doch die Dusche hier hin. Ich glaube, ich mache es doch so rum. Wie teuer ist das? 365 und 250. 1800? Warum kostet das so viel? Was zur Hölle? 400. Ich glaube, ich hätte dann doch eher eine etwas klassischere Form ganz gerne. Was ist hier der Unterschied? Zuverlässigkeit 3, Zuverlässigkeit 3 und Unwohl. Aber echt auf dem Botschafter fühlen sie sich unwohl? Komm, dann stellen wir halt das hier rein. Oder das hier? Zu cool für einen WC, oh Mann. Wäre auch nice. Wie teuer ist das denn? 610 contra 365. Ja, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ich wollte es jetzt auch nicht zu teuer machen eigentlich. Oh, diese Badewanne. Ich liebe sie einfach nur. Rein theoretisch könnten wir auch sowas hier reinstellen und die Dusche hier in die Ecke machen.
Ja, die Badewanne ist jetzt gar nicht so extrem teuer. Das wäre auch eine Idee. Meine Güte, jetzt ist jetzt, dann wird das ja doch so ein Luxusbad hier. Ah je, das hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Ja, das wird ein kleines Haus, das wahrscheinlich trotzdem relativ teuer wird. Das heißt, relativ teuer, gucken wir mal. Aber mir fällt gerade auf, so eine große Badewanne haben wir eigentlich hier gar keinen Platz. Denn, vielleicht da noch sowas hin? Nee, wir brauchen hier hinten. Wir brauchen ja auch noch irgendwo Oberflächen. Ich glaube, es bleibt bei der Dusche. Ja, doch, komm, die bleibt da. Denn wir brauchen ja noch irgendwo hier den Platz, um die Theken irgendwo unterzubringen, damit man sich die Hände waschen kann. Ich wollte hier eigentlich, hier nämlich Theken reinbauen. Und nicht so. Hier sowas zum Beispiel wird hier, glaube ich, ganz gut drin aussehen. Jetzt sieht's doof aus. Aber wir brauchen irgendwo einen Spiegel. Das machen wir jetzt aber trotzdem einfach mal so. Ich bin in der Aufteilung und in der Verteilung von Fenstern bin ich definitiv nicht so sonderlich gut. Was machen wir denn da mal hin? Ja, es kann eigentlich schon was ganz Schlichtes sein. Wenn der ein bisschen größer wäre, wie sieht denn der aus, wenn ich den... Oh, nee. Spiegel kann man nicht vergrößern, merke. Kann man schon, aber dann sieht es doof aus. Ja, das hier ist so der typische Badezimmerschrank. Ich glaube, ich würde aber trotzdem den nehmen, oder? So, da kommt dann ein Waschbecken noch rein. Sanitär Waschbecken. So, das ist nicht sonderlich zuverlässig, aber das sieht da eigentlich ganz gut drin aus. Ich mag so runde Waschbecken immer ganz gerne in Badezimmern. Was ist das? Ach so, das ist... Ah, das ist natürlich auch nice. Gut, Grünzeug fehlt hier definitiv noch. Deko. Was machen wir hier? Echt, ich habe Beats? Dann habe ich mir die dann runtergeladen. Sowas passt hier natürlich perfekt rein in so ein Bad. Gut, so eine Topfpflanze würde auch sehr schön passen. Wie sieht denn die aus? Wenn die so ein bisschen schräg hier platziert. Sieht sogar noch süßer aus, oder? Komm, hier, wir stellen einfach Salat drauf. Nein, Quatsch. Und haben wir hier noch so ein bisschen... Das hier sieht blöd aus. Ich mag das einfach nicht, diese komische... Warum ist das ein Zebrabecher? Ja gut, das hier, das geht dann schon eher. So. Ich nehme den mal gerade weg. Ich glaube, so müsste man das dann stellen. Ja, guck mal, so steht das doch perfekt. Perfekt. Besser geht's eigentlich quasi gar nicht. So, das sieht doch ganz hübsch aus. Echt, wir haben ja auch heute ein Spektakel. Aber fängt bei uns die 950-Jahr-Feier erst irgendwann morgen an. So. Ein Wattestäbchen noch. So, guck mal hier, jetzt sind wir aber... Badezimmer technisch bestens versorgt. Vielleicht kriegen wir hier noch eine kleine Badewanne rein. Sanitär. Badewanne. Die hier vielleicht.
Ich finde es halt ganz schön, wenn man noch eine Badewanne hat. Wir haben selber keine, aber Badewannen sind halt immer so ultra gemütlich. Das ist so entspannt, sich da einfach reinzulegen und nichts zu tun. So ein Teppich vielleicht noch rein? In einem Blau? Guck mal, sieht doch eigentlich so ganz schön aus, oder? Würde ich mir jetzt aber auch noch ein bisschen Deko an der Wand wünschen. Vielleicht einfach hier sowas. Nein, Quatsch. Niam, 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 niam. Was machen wir denn da mal rein? Wir haben doch auch irgendwas Badezimmermäßiges, was passen würde. Zum Beispiel so ein paar Schlittschuhe. Ich meine, wer hat keine Schlittschuhe im Bad hängen? Das hier finde ich für einen Frauenhaushalt finde ich das cool, aber nicht für sowas Allgemeines. Wir haben noch irgendwas, was da auch reinpassen würde. Kindergekritzel. Hier so ein riesen... Hat schon was. Aber das, sowas muss an eine größere Wand. Das passt nicht vom Stil her. Nein. Nein, gar nicht. Nein, das passt auch nicht ins Bad. Guck mal, sowas hier, das wird doch passen. Oh, das sind unterschiedliche Motive. Ah, mein Pferd, deswegen habe ich es runtergeladen. Ja, aber das hier zum Beispiel wäre doch ganz cool, aber es hat ein blödes Format. Das hängt dann zwar mittig, aber es sieht halt trotzdem irgendwie komisch aus. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht seht ihr das auch ganz anders. Vielleicht sollte ich hier auch gar nicht so was Krasses... Ja, aber ins Bad gehört aber auch irgendwie Deko. Vielleicht eher hier. Vielleicht nicht bei den Gemälden. Vielleicht eher, was ist das denn? Schilder mit einem bestimmten Zweck. Oh Mann. Hier sowas zum Beispiel. Sowas zum Beispiel wäre ganz cool. Das könnte man nehmen. Sowas. Das würde jetzt vielleicht eher draußen an Gartenschuppen hängen, genauso wie so ein Wasserschlauch. Das ist im Badezimmer vielleicht auch ein bisschen deplatziert, ein bisschen merkwürdig. Nun komm, wir werden hier doch wohl mal irgendwas haben, so ein riesendickes, fettes Rohr zum Beispiel. Guck mal hier, das hat so ein bisschen, das hat was von Fischen. Sowas könnte man dann doch schon eher aufhängen. Was haben wir denn für Farben? Haben wir auch irgendwas, was so komplett silber ist? Nee, nur sowas. Das ist ja aber auch... Manu! Ist doch blöd. Ich wollte nicht die Wand runter machen. Ich finde nichts. So ein Schiffchen. Das ist aber so kitschig. Oh, ich hasse es, wenn ich irgendwo noch was hinhängen will, damit es einfach besser aussieht. Und dann brauche ich Stunden um Stunden um Stunden und finde dann nichts. Man könnte hier auch so ein Regal noch hinpacken. Aber nicht in Schwarz dann, oder? Und da dann vielleicht noch so ein Efeu oder sowas drauf. Dann wahrscheinlich eher in so einer Farbe. Oder was haben wir noch? Nee, das ist für die Küche. Guck mal, da sind Spaghetti und sowas drin. Och, Manu! Ja, es ist ja auch aus coolen Küchenaccessoires. Gnarf. Ich finde nichts, was ich ins Bad reinpacken könnte, was passen würde, ohne dass es direkt zu kitschig aussieht. Gut, ihr Lieben, ich würde dann sagen, für heute verabschiede ich mich dann vielleicht erstmal von euch. Nächste Woche geht's weiter mit den Baufolgen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch hier im Bad noch für Deko wünschen würdet. Ich bin für jede Anregung eigentlich immer dankbar. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was ihr jetzt hier zu dem Bad so sagt bislang. Also dann, ich verabschiede mich für heute von euch. Morgen geht's weiter mit, ja, entweder Ocean, Aiden und Leah oder auch Steven und Gina, weiß ich noch nicht ganz genau. Und gebaut wird dann ab kommenden Samstag wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!